Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Alles klar. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von der Zifferfreund Beiwald. Wir haben mal hinter Rollen getauscht. Ja. Das sind wir auf der linken Seite. Das ist krass. Ich würde mal sagen, nach dem Intro geht's los. You can feel this energy. Und der Stuhl noch viel. Der Stuhl, ja. Ich glaube, die Hitze tut uns nicht gut. Nee, also heute, ich glaube, heute haben sie auch in den Nachrichten gesagt, der heißeste Tag. Echt? Ja, also bis kurz vorm Regen haben sie gesagt, der heißeste Tag dieses Jahr bisher. Ich habe Regendusche mitgebracht. Ja. So geil, wir wollten es schon unboxen, aber haben wir es nee, lieber nicht, das passt gesagt, nicht auf den Kanal. Genau, was haben wir hier? Wir haben wieder was zum Unboxen. Aber bevor dass wir das aufmachen, zuerst einmal ein riesengroßes Dankeschön. Applaus. 8000! Geiler Scheiß, oder Leute? Ihr seid einfach die Besten. 8000 Abonnenten. Das total ist krank. Total irre, ne? Es ging jetzt schnell die letzte Woche. Ich habe mir gedacht, okay, irgendwie. Die letzte Woche ist echt, haben wir dann so einen Spurtig gelegt. Du hast auch noch gemeint, ja, guck dir das mal an. Voll verrückt, wie voll das auf einmal steigt. Und also, ruckzuck sind die 8000 da. Ja, hätte ich auf alle Fälle. Merci an der Stelle. Ja, danke. Also, ohne euch darf es das nicht so geben. Geil. Wenn es so weitergeht, haben wir die 10.000 bald zusammen. Ja, wenn wir also ein Chancen-Weitsprung-Event machen. Genau, nicht verpassen. Nicht verpassen, weil da geht es ja rund. Nee. Haben wir schon ein Datum? Nein. Weil dann die Leute danach fragen. Ja, aber wir haben noch kein Datum. Wir haben noch kein Datum. Also geduldet euch noch ein bisschen. Datum wird noch bekannt gegeben. Wir haben noch keinen. Also es wird irgendwann im September sein. Ich schätze mal Mitte oder Ende September oder so. Weil die Wiesma erst erwachsen und dann kommt der Meer und macht das ab und dann können wir mir loslegen. Passt. Also Preise haben wir dabei auch im Start. Da gibt es aber vorab schon mit einem Infovideo. Cool. Was wir alles am Start haben, das wären gute Preise. Echt? Ja, cool. Passt. Und jetzt würde ich sagen, packen wir mal das gute Stück aus. Was haben wir denn da? Was haben wir denn? Also ich konnte schon mal nicht lesen da. Keine Ahnung. Warum? L-D-A, also L-D-A-R-C heißt es wahrscheinlich. Jetzt ist schon wieder irgendwas Chinesisches, was Kleines. Maßstab 1 zu 43, genau. Es ist der kleinste, der fast alles hat, was die Großen auch haben. Ah, okay. Ja, alles klar. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Ja, guck mal. Also, Beschreibung ist natürlich schon lustig, ne? Weil dann lädt er so ein Beutel drauf von irgendwelchen Teilen. Ja, ja. Also, die Schachtel schaut schon mal sehr gut aus. X43 heißt das Teil, RTR. Es ist alles drin, was du brauchst. Da brauchen wir wieder mal Unboxing-mäßig. Preislich liegt es bei ca. 150 Euro. Es ist übrigens selbst gekauft. Okay. Also ist jetzt nicht gesponsert oder so. Wir blenden, boah, das ist aber nice. Ja, geil, Karton. Wir blenden hier oben trotzdem Werbung ein, weil das Teil, das ist echt geil. Also das ist der Wahnsinn. Boah, ist der Mini! What the fuck? Ja, ja, jetzt nehmen wir erstmal raus. Das ist eine Ersatzkarosserie. Die kann man lackieren, wie man will. Das sind quasi die Fenster und die Karosserie mit allen Anbauteilen. Okay, wer das jetzt gesehen hat, der weiß eh schon, um was es geht. Wir haben ein Ladekabel. Ein Funke. Eine fette Funke, im dezenten Grau gehalten. Oh, das ist ganz schön schwer, da ist schon Batterie drin. Ja, da ist eine Batterie scheinbar drin irgendwie. Ja, muss man das noch Ding auszuziehen. Genau. Beschreibung haben wir dabei. Ich brauche mal Licht. Also Funke hat viele, viele Knöpfe, hat sogar ein Display drin. Kann man schön in einer Hand halten. Ja. Schau, ein Stickerbogen ist dabei. Stickerbogen? Das mega geil. Ein Mini. Ein Mini-Stickerbogen. So, wenn du es siehst, dann geht es auch noch. Aber den kommt es nicht drauf, Picker, weil. Wird ein bisschen groß. Schon fast als wäre es Transformer. Ja, genau. Jetzt gehen wir zum Highlight, ne? Das war's schon. Das Ding, das ist. Ein Werkzeug ist dabei. Gehen wir her, was haben wir da noch? Ein bisschen Werkzeug, Passt. Schau mal hin. Das ist ja irre, oder? Boah, der ist wie gibt er mir das? Wird ja viele. Ja, ja. Schau dir mal die Reifen an. Die sind, die Reifen, die sind ganz weich. Ja, das ist ganz schön. Ja. Und so ein Drop-Test muss ich. Ja, Mini-Drop-Test. Also, es ist quasi.
Ja, es ist nicht der kleinste Crawler, den es gibt. Warum gibt es nur einen kleinen? Es gibt noch einen Maßstab 1 zu, keine Ahnung, wie der Mini-Drifter, den wir letztens hatten, 1 zu 67. Gibt es auch noch einen, der hätte dann sogar eine FPV-Kamera oben drauf. Okay. Aber der hat halt einfach, also meiner Meinung nach, was man so in die Videos sieht, einfach vom Antrieb her und so, ist das einfach nicht so. Okay. Das ist alles sehr billig gemacht. Und hier, wenn man drunter schaut, ja, das ist schon hochwertig. Der hat richtige Links unten drunter. Der hat voll die richtigen Antriebswellen, Differentialgehäuse. Hat einen richtigen Lenkservo drin. Das ist schon ist sehr nah an einem Großen dran. Ne? Ja, definitiv. Ich glaube, da ist sogar Licht verbaut. Genau. Ziehen wir das raus. Passt. Oh, schon hin. Mit Animation im Display, ja, keine Ahnung, was das alles heißt. Total verrückt. Vorwärts. Gib mal Gas, passiert da oben was? Ja, schau her, wenn du lenkst, zeigt es an, ob links oder rechts. Und Gas zeigt es auch an. Krass. Passt. Das ist cool, wenn sie da die Tasten verfehlen. Ach nee, ich glaube, dass das die Einstellung ist. Ja, warte mal, das ist ja cool. Ich schätze mal, dass das zum Trimmen der Lenkung ist. Rechts, neutrale Stellung oder links. Ja, stimmt. Ja. Genauso beim Gas. Und ich glaube, dass hier, weil das haben sie schon geschrieben, dass der 3 Geschwindigkeiten hat. Geil. Und er hat 3 Lenkeinschlagwinkel. Also quasi klein, mittel und großen Lenkeinschlag. Krass. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung, das probieren wir jetzt aus. Ja, scheinbar schon. Ja, so eine runde Zelle, so in irgendeiner. Ja, passt schon. Das ist cool. Brauchst nicht mal Batterien kaufen, ja, nicht schlecht. Also, so, wir schalten mal das Ding hin. Zieh erstmal die Folie runter. Das ist ja grausam. Also reparieren, da sieht doch nichts drin. Nee. Also das Ding hat einen versteckten An- und Ausschalter, das habe ich im Internet gesehen. Musste hinten das Ersatzrad wegnehmen. Da ist so eine Abdeckung. Ha! Bist du deppert? Da ist übrigens auch der USB-Anschluss drin. Jetzt. Wie geil ist denn das? Das holt mich mal Magneten da. Ja, das ist voll geil gemacht. Super, wieso ist denn das? Oh, voll geil, ja. Dritter Bremsleuchte. Da vorne auch. Wie blinkt der? Blinkt der auch hinten? Tatsächlich. Okay, wenn er blinkt, geht auf der anderen Seite das Licht aus, aber für egal. Was haben wir noch? Was sind die anderen 2 Knöpfe da? Ah, Warnblinker. Ja, Warnblinker. Und das? Geil, Fernlicht. Krass. Ist das geil. Aber der geht schön zum Lenken, ne? Ups. Teste mal das mit dem Lenkwinkel. Das müsste der da gewesen sein. Schalt mal nach links. Ich glaube, du musst links und rechts. Okay, da schlägt er schon brutal. Schlägt er gut ein. Mach mal ein Wendemanöver. Ja, okay, krass. Ein Wendemanöver. Geht das? Fährt er wieder auf den Tisch hoch? Ja, schon, ja. Und wenn du den Knopf in die andere Richtung machst, dann hast du wahrscheinlich... Mach mal rechts rüber. Nochmal. Das ist wieder weiß. Ja, und ja, dann ist der Radius größer. So. Und mach mal noch eins nach rechts. Dann ist es wahrscheinlich ganz klein. Ja, schau her, dann lenkt er fast gar nicht mehr. Okay, geil. Dann probieren wir noch den anderen mit der Geschwindigkeit aus. Das ist links der. Das war jetzt der rote Modus. Der weiße. Der weiße ist Standard. Also ich glaube, der rote ist der langsamste. Wahrscheinlich, weil beim... Okay, also so mega viel sieht man jetzt nicht. Aber scheinbar ist das der schnellere dann, ne? Diesmal ist der schnellste. Aber guck dir das an, der hat sogar Rückfahrscheinwerfer. Also krass. Rücklicht. Der bremst sogar. Er hat sogar krass. Bremslicht. Wie krank ist denn das? Ich möchte aber da jetzt kein nachträgliches Lichtkit nicht einbauen. Ne? Das Lichtkit? Ja, du brauchst ja nicht. Ist ja quasi schon dabei. Ja, aber wenn da keins drin war, du meinst das nachrüsten. Das meinst du mir klar, dass die LEDs sein müssen? Ja, Mini.
Sollen wir mal eine Runde am Parcours fahren? Ja, Logo. Ja, Logo. Geil. Ich glaube, dass das schon geil ist. Die ist echt geil. Also mein, vom Scale-Faktor her ist natürlich schon Champions League. Schaut geil aus, ne? Also, da ist das schon ein Hobbyartiges. Ja, klar, aber 150 Euro ist halt schon ganz schön viel Kohle für so ein kleines Spielzeug. Das Ding ist schon aber er ist halt voll ausgestattet, ne? Müssen wir Steigungsmessung machen. Wollen wir auf Steigungsmessung? Ja, Logo. Ja, das kann was werden. Okay. Wir werden eine Steigungsmessung machen. Steigungsbrett ist er jetzt angekommen, schaut in diesem Jahr. 43, fast 44 Grad. Der Steigungsmesser ist minimal größer wie das Auto, ne? Aber der hängt schon gut hinten drin. Ich glaube, hier würde er nicht packen. Schauen wir mal. Also 40 Grad ist total easy. 43 sind wir schon. 43 sind wir schon. Ja. Bergabfahrbremse. Hat er? Hat er? Schau ich. Da hinten hebt das Beinchen. So 45,3 sogar. Ja, schau her, das schafft er. Ich glaube, mit nach wie vor wird es ein wenig schwierig, oder? Wahrscheinlich, ja. Naja, schau her, da hängt das Rad in der Kante fest. Schau her, wie der hängt. Ja, Wahnsinn. Oh. Uiuiui. Er hat zu viel Gas gegeben, der ist nicht. Aber geht? Geil. 45 Grad. Da wurde das Rad in der Luft, ne, schau her. 46. Da könnte aber dann schon langsam die Grenze sein, ne? Ja. Ja. 46. Ja, 46 ist schon. Naja, gerade so. Mit Mühe und Not. Ja, okay, 46. Aber es ist für den kleinen Ding ist das echt der Wahnsinn. Ne? Aber wenn man bedenkt, dass die ganze Elektronik und Akku alles hier oben im Fahrerhaus drin sein muss, weil hier unten ja quasi ist ja nichts. Bis zur Hälfte ungefähr das ganze Fahrgestell geht, also ist das Gewicht eigentlich total schlecht verteilt, wenn du es so nimmst. Ne? Das stimmt. Also wir haben jetzt da ein Parcours angekommen. Ne? Wir lassen den kleinen 1 zu 43 mal über ein 1 zu 18er Parcours. Ja, genau. Wir probieren mal, was der kann. Wird eher schwierig. Aber wir haben schon gesehen, ich habe genau die Spurbreite von den Schienen. Die Schienen passt. Wenn wir jetzt noch ein paar so Schienen halten, dann könnte man so Schienen von da umbauen und dann da drüber fahren lassen. Ne? Ja, genau. Ja, dann. Schau. Aber schön leise ist er. Sure, da hörst du gar nichts von dem Ding. Pass nur, dass er nicht in den Spalten reinfällt. Ja genau, dann verschwindet er auf Nimmerwiedersehen. Dass er in den Gletscherspalten reinfällt. Oh, oh. Ja, schau her. Ja, schau. Easy. Geil. Ja, da passen die Bäume vom Maßstab her die gut Bäume, dazu. Die Bäume, die passen da perfekt, ja. Ist das geil. So, probieren wir mal, ob er die Holzbrücke packt, aber ich glaube es nicht, weil die Abstände, glaube ich, ein wenig. Nein. Jawohl. Ja, schau her. Oh, 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 oh. Stell ihn gleich oben hin, genau. Weil die Spalte da, die ist auch ganz schön groß da. Oh, geil! Oh, da ist eine große Spalte. Warte mal, ich werde da auf die Seite fahren. Schafft er aber. Ja, das ja, spannt ist ein bisschen. Ist ideal. Geil. Geil. Ah, das schafft er schon. Ah, easy! Easy, schafft er das.
Ja, das hier könnte man noch probieren, ne? Ja, das den Berg da. Er ist halt nicht wasserdicht. Ja. Aber. Ne? Passt. Geil, geil, geil. Yes. Jetzt ist schon steil. Muss mal hier auf der Seite probieren, ob das geht, wenn du an der Felskante bleibst. Die bleiben so. Jetzt. Ah, ja. Easy. Oh, ist ja auch fast abgerutscht. Easy. Hat nasse Räder gekriegt, so kleine. Oh. Geil. Das ist jetzt ein Bauchlauf im Maßstab. Ja, genau. 46 oder 47. 43. 43. Oh, das hast du auch jetzt so hingekriegt. Du hast super gerettet. Achso, ja, du hast da die scheiß Kante, ne? Ja, obwohl. Naja. Nein, er hat's geschafft. Oh, fast. Er hat's geschafft, fix. Souverän. Oh, ist gar nicht so einfach, das mit dem Handy einzufangen. Ja, schauen wir mal, wo du aufgehst. Gut, ja. Jetzt war's. Das war's. Weiter geht's nicht. Ich hab den Park fertig aufgestellt. Geiler Scheiß. Ich schau, ich hab den. Das ist ein Scheinheiligenschein. Warte. Ja, dann. Bitte. Bling! So verrückt. Ja, genau. So geil. Ja, auf alle Fälle. Macht Spaß, oder? Macht definitiv Spaß. Weißt du, das glaube ich auch nicht schlecht war, wenn man da so ein Eisenbahn-Ding hat. So eine Eisenbahnplatte, ne? So ein Platten quasi. Ich habe eine zu Hause. Ja, ich glaube, dass die für dieses Auto perfekt wäre, meine. Weil ich glaube, wenn halber so groß ist bei dieses Ding. Weißt du noch, was das fast klingt? Ja, was? Nein. Mini-Crawler-Parcours bauen. Mini-Crawler-Parcours. Da kann man dann mit den Minions von, ne? Weil das sind ja die Minions-Crawler. Also quasi, wenn man das auf dem Maßstab runterrechnet, wird der Parcours nur ein Viertel so groß wie der hier. Ja, genau. Ja, das wäre doch mal eine Challenge. Ist schon, das wäre schon eine Challenge, ne? Ja. Weil er ist echt klein. Also nicht groß, ne? Also wenn man so die Handfläche sieht, irre. Aber er macht Spaß. Also für die Größe, ja, er ist teuer, aber das Geld lohnt sich definitiv auszugeben. Ja, auf alle Fälle. Vor allem, wenn man eine Wohnung hat, weil man nicht so viel Platz hat, kann man mit den Seeren, genau. Wie gesagt, mit so einem, ich glaube, ein Viertel der Tisch von ja, dem da. Das wäre mal, vielleicht machen wir das, mal schauen. Vielleicht, ja, das wäre was. Ne? Ich glaube, ne? Gibt es in zwei Farben, weiß und beige, glaube ich. Ah, beige hat das schon geil. Und sonst gibt es in der Größe nur noch einen einzigen anderen Crawler, was ich so gefunden habe. Und das war's dann schon. Okay. Das wäre mal was für die Industrie. So, ja, vielleicht Sima, Amevi und so, Draxas. Ja. Die können Draxas doch mal so einen kleinen 1:43 ausbringen. Wäre doch mal eine Challenge. Ja, was? Definitiv was? Eine Challenge. Genau, wunderbar. In diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt euch noch zwei weitere Videos anschauen. Haut rein, Freunde. Peace. Ist das krass.